Servus zusammen. Ein neuer Trainer am Pfalzner Weiher wird gesucht. Das Aus von Damir Kanadi beschlossen. Darüber gilt zu diskutieren bei uns in der Runde. Der CEF Club Talk, wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. An meiner Seite zum einen Raphael Schäfer, zum anderen Martin Driller. Und dann haben wir natürlich euch auch die Möglichkeit gegeben, da draußen, nachdem wir live senden, euch an dieser Sendung zu beteiligen. Und dafür haben wir den Webman, den Chris. Servus. Servus zusammen. Schreibt mir eure Kommentare. Ich versuche es ein bisschen zu bündeln und zu strukturieren. Ich kann mir vorstellen, es haben heute einige was zu sagen. Aber fangen wir einfach mal an. Ein frühes Ende für Damir Kanadi. Gerade mal 12 Spieltage plus ein Pokalspieltag. Ein frühes, schnelles Aus. Rafa, überrascht, dass es dann letztendlich so gekommen ist jetzt? Dieser Verlauf? Wenn man, ja gut, der Verlauf war schon sehr klar. Man hat gesehen, dass die letzten Spiele nicht mehr so gut waren und man eigentlich von dieser Zielsetzung, von der man gestartet ist, mit berauschendem Offensivfußball, diese Liga zu rocken und eine Mannschaft aufzubauen, die dann vielleicht da oben mitspielt, da hat man sich eher immer wieder ein Stück weit von entfernt. Von daher, wenn man das vergleicht, wo man gestartet ist, was man geliefert hat, ist es nicht überraschend. Überraschend ist es, dass man nach 12 Spielen als Verein alles eigentlich über den Haufen wirft, was man sich vorgenommen hat, wo man dann auch den Trainer als den Königstransfer betitelt hat und dann recht schnell feststellen muss, dass es eigentlich ja ein Fehlgriff war. Hätte man trotzdem aus der jetzigen Situation auch an dem Trainer festhalten können, aus deiner Sicht? Bin ich zu weit weg. Ich glaube, dass das nur die Leute richtig beurteilen können, die da ganz eng dran sind an dieser Mannschaft oder auch wissen, was sie für eine Idee an sich mit dem Trainer gehabt haben und wie sie die eigentlich umsetzen wollten. Von daher glaube ich, ist es schwer zu beantworten. Drillo, die Situation war die jetzt oder ist die jetzt gerade aktuell so verwurstelt, dass man so handeln muss? Ja, ich glaube, die Mannschaft hat klipp und klar gestern ein Zeichen gesetzt und hat gesagt, mit dem Trainer wollen wir nicht mehr. Ich meine, wer so spielt in der ersten Halbzeit, sägt damit auch den Trainer ab, meiner Meinung nach. Und wenn ich so das Zweikampfverhalten oder die Mauerbildung vor den Toren sehe, dann zeigt mir das ganz klar, die Mannschaft will nicht mehr mit dem Trainer. Und ich glaube, da hat Palikuća jetzt auch richtig reagiert und hat gesagt, da müssen wir uns trennen. Ist es vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, auch mit dem Verlauf der Saison geschuldet, sage ich mal, auch Verletzungspech, was mitunter ja auch mit reinspielt. Jetzt nehmen wir mal die Torhüterposition sogar mal ein bisschen aus. Wenn man sieht, jedes Mal neue Innenverteidiger, jedes Mal musst du komplett umstellen. Hat es letztendlich auch mit reingespielt, dass man nie eine Ruhe und eine Stabilität im Spiel gefunden hat? Das will ich als Ausrede nicht gelten lassen. Der Kader hat 31 oder 32 Spieler und wenn ich 32 Spieler habe, bin ich davon überzeugt, dass diese 32 Spieler auch in der ersten Mannschaft spielen können und es dürfen sowieso nur 11 spielen und 18 hatten sie immer über. Also gehe ich davon aus, dass das für mich keine Ausrede sein kann, dass da oder da mal einer fehlt. Das lasse ich nicht gelten und wenn ich dann wirklich solche Spiele wie gestern sehe, dann tut es einfach nur leid. Rafa, kann man so in Anführungszeichen, wie es jetzt Martin gerade eben formuliert hat, gegen den Trainer spielen oder was läuft da ab? Also Martin meint es glaube ich nicht ganz so extrem wie das. Also mit Gegenspielen ist es schwer. Ich glaube, dass einfach die Chemie nicht mehr gestimmt hat und man muss sich ja auch für denjenigen, der da vorne steht, muss man sich ja auch irgendwo zerreißen. Man muss es auch irgendwo diesen Weg mitgehen können, den er einem vermittelt. Und ich glaube, dass da einfach irgendwo was auf der Strecke geblieben ist, dass er ja nicht mehr diese Mannschaft so erreicht hat, wie er es wollte. Hat auch, glaube ich, auch einige Fehler auch gemacht, den mir auch einige auch öffentlich angezählt hat von den Spielern recht früh mit Hanno. Und von daher glaube ich, dass sie nicht mehr zu dieser Einheit gefunden haben. Und dann kommt so ein Spiel wie gegen Bochum Ende raus, wo man dann ja diesen Glauben an den Trainer und vielleicht an diese Idee einfach dann auch verliert. Inwieweit hat Kaiserslautern davor da die Rolle gespielt, das Aus im Pokal, auch mit einem kuriosen Spielverlauf, oder hätte man das noch wegbügeln können und sagen können, ja okay, ist halt Pokal und mal blöd gelaufen. Ja, ich habe ja am Anfang der Saison schon mal gesagt, ich sehe den Kader ja nicht so stark, dass sie ganz oben mitspielen können. Hat man mir nicht ganz so abgenommen. Ich finde den Kader nicht so stark, dass er in den ersten 3-4 spielen kann. Das habe ich aber vorher schon gesagt. Aber er ist natürlich auch kein Kader, der unbedingt im unteren Drittel spielen muss. Aber man sieht natürlich, da ist keine Action drin. Die Mannschaft ist meiner Meinung nach nicht fit.
Da ist kein Power, keine Geschwindigkeit. Uns fehlt ganz, ganz viel. Spieler, die in, wie Dovedan, die in Heidenheim absolut funktioniert haben, Tempo auf Platz war, spielen völlig unter ihren Möglichkeiten. Und da ist wirklich die Frage, hat der Trainer nicht erkannt, was die Mannschaft imstande ist zu leisten? Oder wollte der eine oder andere nicht? Oder gab es intern in der Kabine Stress? Auf jeden Fall ist es für mich ein Riesenproblem. Allein schon 31, 32 Spieler in der Kabine haben, wirkt immer, dass mehr unzufrieden sind, als dass Spieler zufrieden sind. Wird es in der heutigen Zeit vielleicht immer wichtiger, was der Trainer für ein Typ ist? Weil diese kantigen, knorrigen oder sage ich mal strengen, wenig sprechenden à la Branko Zebec, die hat es ja in der Fußballhistorie immer wieder gegeben, also die dann doch eher kauzigen, runzigen, und die waren ja trotzdem auch in ihren Zeiten immer wieder erfolgreiche Trainer. Ging das zur damaligen Zeit, war da mehr oder leichter Gehör in so eine Truppe reinzukriegen als in der heutigen Zeit? Schwer. Also ja, ich glaube, das kommt auf die Truppe auch drauf an. Du siehst auch, dass du gewisse Trainer hast, die in den einen Verein funktionieren, im anderen Verein wieder nicht funktionieren. Also ich glaube, das ist schwer zu sagen, dass dieses Knorrige ja aktuell nicht mehr angesagt ist. Also das war jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber vielleicht die eher weniger mit den Spielern sprechen oder da ihre eigene Kommunikation haben, kann man das als Spieler in der heutigen Zeit vielleicht schwerer aus sich rausklopfen, um zu sagen, ist mir jetzt egal der Umgang, mir geht es nur um die Sache. Aber dafür hatten wir ja genügend andere Leute noch mit eingestellt, die sich dann um den Umgang vielleicht mit den Spielern gekümmert haben. Also der Trainerstab war jetzt nicht gerade klein und Mentaltrainer wurde dann auch nochmal dazu geholt. Also ich glaube, dass da genügend Leute drumherum waren, die noch mit den Spielern sprechen konnten. Ich glaube, es ist schwer zu beurteilen. Am Ende werden wir es von außen sowieso nie erfahren. Von innen wird es nicht herauskommen, weil ja keiner irgendwas sagen wird. Aber man hat schon gesehen und zwischen den Zeilen konnte man schon lesen, dass diese Chemie dazwischen, zwischen dem Trainer und der Mannschaft nicht gestimmt hat. 14 Punkte. Wie alarmierend ist die aktuelle Situation? Die Abstiegsränge oder zumindest der Relegationsplatz nach unten ist gerade mal 2 Punkte weg. Ja, okay, jetzt schaut man halt nach unten, ganz einfach. Nach oben brauchen wir erstmal gar nicht mehr schauen, da sollten wir ganz demütig sein. Ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft, die jetzt keine Ausreden mehr hat, sie haben das geschafft, was sie wollten und jetzt sind sie in der Verantwortung, jetzt muss die Mannschaft den Karren selber aus dem Dreck fahren und wie gesagt, das werde ich mir die nächsten Wochen auch anschauen und ja, das ist etwas, wo man wirklich drauf achten kann. Jetzt bin ich gespannt, was die Mannschaft wirklich imstande ist zu leisten. Wie ist Marek jetzt der richtige Mann, sage ich mal, um der Mannschaft zumindest wieder kurzzeitig Leben zu geben oder was kann ein Trainer jetzt machen, der jetzt diese Mannschaft so vorfindet? Ich glaube, dass Marek auf jeden Fall schon mal ein ganz anderer Typ ist. Also es ist sehr offen, sehr, sehr lustig und glaube ich, wird auch einen gewissen Spaß wieder reinbringen in diese Truppe. Ob es direkt gegen Bielefeld reicht, die auch ja, in einer sehr, sehr guten Verfassung sind, auch einen sehr guten Fußball spielen, sehr strukturierten Fußball spielen, ob es jetzt schafft, das innerhalb von 2-3 Tagen rauszubekommen, werden wir sehen. Ich würde es ihm wünschen, dass es dieses Märchen, was man sich so gewünscht hat mit Marek auf der Trainerbank, dass es funktioniert. Aber da kommt schon eine Hausnummer auf dich zu mit Bielefeld. Wie ernst ist die Lage aus deiner Sicht? Ich glaube, die ist immer ernst. Wenn man da unten ist, kommt man in eine gewisse Spirale rein. Man spielt nicht den Fußball, so wie man sich das vorgestellt hat und irgendwann geht dieses Selbstvertrauen dann auch mal flöten und dann wieder rauszukommen, das ist schon schwer und man hat das schon oft genug gesehen, dass es dann Mannschaften auch mit ganz, ganz viel Qualität ja, dann auch erwischt hat und die dann einfach runtergegangen sind. Was traust du dann der Truppe so grundsätzlich zu, wenn sie befreit spielen würde? Wie würdest du sie von der Zusammenstellung, wie du sie jetzt erlebt hast, einschätzen? Ich denke mal Hamburg, Stuttgart außen vor, aber wo steht der Club ja, mit seinem Personal? Die Truppe wird an sich ja nie befreit aufspielen können, weil du ja immer einen gewissen Druck hast. Und das ist halt genau das, womit sie auch lernen müssen, umzugehen, dass sie immer Druck haben werden und nie in diesem Druck abliefern müssen. Und wenn sie das schaffen, über einen langen Zeitraum, wir reden halt immer über, wir haben einen sehr qualitativ hohen Kader, bin ich bei Martin, sehe ich nicht so, weil das musst du erstmal beweisen, über einen langen Zeitraum, das hat von den Spielern, ja, haben nur die wenigsten das bis jetzt geschafft. Und von daher müssen die sich auf das konzentrieren, was sie können. Natürlich können sie, wenn alles optimal läuft, können sie natürlich auch oben ein bisschen mitspielen. Aber jetzt diese Qualität von Hamburg, Stuttgart haben wir nicht ansatzweise.
Wie schnell muss ein neuer Trainer gefunden werden? Ist die Mintal-Lösung sogar länger denkbar aus eurer Sicht? Wie muss man agieren? Im Grunde macht Marek das jetzt. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Wen sollen wir auch sonst nehmen? So schnell gibt es keinen. Wir haben zwar noch mit dem Wiesinger jemand im Verein, der die Lizenz hätte, aber das ist ja auch das Problem. Wir brauchen ja jemanden, der die Lizenz hat. Marek ist ein absolutes Idol hier in dem Verein. Ich glaube, dass er jetzt die Chance verdient hat. Und ich würde ihn auch erstmal trainieren lassen. Ich würde gar nicht jetzt krampfhaft nächste Woche, übernächste Woche unbedingt einen neuen suchen. Denn Marek soll das jetzt meiner Meinung nach machen, bis wir kurz vorm Winter sind. Weil die Saison ist für mich nach oben hin gelaufen. Man kann eigentlich ab dem Winter von mir aus planen für die neue Saison. Man muss den Kader jetzt verkleinern auf 23, 24 Spieler. Das reicht. Vielleicht noch jemand dazu holen, der schon für ein halbes Jahr sich einspielen kann. Aber dieser Kader mit 32 Spielern, da kann man erstmal die Hälfte jetzt aussortieren und dann im Winter schon für die neue Saison planen. Das ist meine Meinung. Rafa, der große Kader, ein Problem jetzt auch für Marek aktuell? Für Marek ist erstmal aktuell, glaube ich, gar nichts Problem. Für Marek ist es eine große Chance, die er jetzt bekommt und sich einfach beweisen kann. Und ich glaube, dass Marek das auf jeden Fall über eine kurze Distanz auch schaffen wird, 32 Leute zufriedenzustellen. Weil natürlich jetzt jeder beim neuen Trainer zeigen will, ich will spielen, ich will dabei sein, wenn wir jetzt versuchen, das Ding wieder umzustoßen. Also von daher hat Marek eine große Chance jetzt. Auf lange Sicht ist ein großer Kader mit vielen unzufriedenen Spielern ja auch nicht ganz so gut. Wir haben natürlich auch immer wieder welche Verletzte gehabt, also von daher reduziert sich es auch wieder. Aber bin ich bei Martin, ein großer Kader ist immer... Ist tödlich. In der Kabine sind mehr unzufriedene als zufriedene Spieler. Und das heißt, es bilden sich Grüppchen, es gibt hier Ärger, da Ärger, es wird hinterm Rücken gesprochen. Das ist immer ein Riesenpotenzial an Stress in der Kabine schon. Und normalerweise regeln sich ganz viele Dinge in der Kabine. Und da scheint mir mehr aufzukochen, als dass da geregelt wird. Das ist meine Meinung. War das vielleicht auch ein bisschen ein Problem für Kanadi, dass viele Spieler erst später zugestoßen sind und dann, wie du schon beschrieben hast, diese... Ja, aber da waren sie doch alle in der Kaderplanung. Das war doch deren Problem. Wir hätten doch vorher suchen können. Ich meine, wenn ich erst im letzten Moment immer noch dazukaufe. Nein, da muss ich auch mal sehen, dass ich Spieler wieder losbringe. Ja, ich kann ja nicht nur einkaufen, wir sind ja nicht hier bei Wünsch dir was. Also das Problem ist selbst gemacht, hausgemacht. Bei Wünsch dir was zumindest, unsere Fans und unsere Zuschauer haben schon einige Vorschläge gebracht, was man so an Trainern sich alles am Pfalzer Weiher vorstellen könnte. Von Markus Anfang über Kovac bis sonst irgendwas habe ich da schon gelesen. Chris, gab es noch andere kreative Vorschläge, die mir jetzt in der Schnelle enteilt sind? Ja, auch Labbadia wurde genannt, heiße Nummer, oder Birovka, der bei 1860 angeblich zurückgetreten ist. Eben Markus Anfang, Jens Keller und auch nach Kölner wurde gefragt, ob er wieder zurückkommt. Waren da jetzt Namen für euch dabei, die vielleicht relevant sein könnten für die Trainerposition, oder was meint ihr? Ja, Martin hat seinen Namen. Ja, alle, die bezahlbar sind, sind natürlich ein Thema, ganz normal. Aber ich denke, wir sollten jetzt keinen Schnellschuss machen. Jetzt brauchen wir wirklich danach eine Lösung nach Mintal. Wenn er es nicht bleibt, brauchen wir eine Lösung, die wirklich langfristig plant, ab dem Winter in die neue Saison. Weil nächstes Jahr müssen wir um den Aufstieg spielen. Dieses Jahr ist für mich schon gegessen. Wir können eigentlich schon planen, dass wir uns dieses Jahr wirklich einigermaßen sammeln, einen festen Kern zusammenbringen und dass wir dann ab dem Winter sagen, so, die Leute, die 18, 19, 20 ziehen mit, die bleiben auch, dann holen wir ein bisschen was dazu und der Rest muss leider den Verein verlassen. Jetzt haben wir noch über 20 Spiele Zeit und ja. Du willst letztendlich, was erklären wir den Fans, wie wollen wir selber noch Spaß haben in der Saison, welche Ziele setzen wir uns noch, was können wir uns wünschen, erwarten, aber bitte doch nicht mit Tristesse unter einen Weihnachtsbaum und ins neue Jahr. Man kann jetzt, normalerweise muss der Mannschaft klar machen, ihr habt so gespielt, dass wir in dieser Situation sind. Ab jetzt müsst ihr Gas geben. Wir müssen ab sofort viel mehr Giftigkeit, Galligkeit auf den Platz bringen. Da muss Power drin sein. Die Mannschaft muss die Fans wieder zurückgewinnen, weil sie haben mit Sicherheit eine ganze Menge verloren mit diesem, ich hätte fast Schlafwagenfußball gesagt. Aber nein, sie muss jetzt einfach zeigen, wie viel Charakter in dieser Mannschaft steckt. Und das muss aus der Mannschaft kommen, aus dem bestimmten Kern. Und das muss sich entwickeln. Und jetzt muss die Mannschaft die Zuschauer zurückholen, die Fans zurückholen. Und nicht andersrum, dass die Fans immer anfeuern und die Mannschaft mitnehmen. Es muss jetzt,
jetzt in dieser Situation muss es mal wirklich anders sein. Jetzt muss ein Zeichen von der Mannschaft kommen und dann kommen die Zuschauer, die stehen sowieso immer da. Zumal mit Marek natürlich auch, was das anbelangt, eine sehr kluge Entscheidung jetzt kurzfristig getroffen wurde. Wenn einer echte Sympathien nicht nur verdient hat, sondern sie auch wirklich genießen kann, dann ist es Marek und von daher sicherlich auch ein positives Signal für das Sonntagsheimspiel. Nur Bielefeld ist, denke ich mal, schon eine Hausnummer. Also diesen Vogelsammer und diesen Kloster vorne drin. Aber genau das ist es. Wir haben vor der Saison gesagt, mit diesen Mannschaften wollen wir uns messen. Mit denen wollen wir um einen Platz spielen, um 4, 3, 5. Damit wollten wir spielen. Jetzt können sie es beweisen. Jetzt kann die Mannschaft ganz alleine beweisen, ob sie es kann. Und das verlange ich auch von der Truppe. Und dann mit Rafa Schäfer im Tor, weil da haben wir ja keinen mehr. muss ich leider enttäuschen. Die Zeiten sind vorbei. Ach komm. Bevor sich da einer mit Grippe reinstellen muss. Spielerpass hast doch bestimmt noch dort liegen. Nee, hab ich nicht. Das soll lieber der sich mit der Grippe reinstellen. Ich glaube, der ist eindeutig besser drauf als ich aktuell. Von daher, das passt schon ganz gut so. Ist natürlich bitter für einen Verein, dass du so viele Torhüter hast, die nicht einsatzbereit sind oder die sich verletzt haben. Aber ich gehe davon aus, dass das Fieber weg sein wird und er dann auch wieder sich ins Tor reinstellen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch seine Temperatur an dem Wochenende war, weil. Aber Rafa, wir haben mit ein bisschen Fieber kann ich. Ja, kann was man, hätten wir denn gemacht, wenn sich der junge Torwart nach 3 Minuten verletzt? Dann hätte der Ersatztorwart 87 Minuten spielen können. Aber 90 Minuten geht nicht dann. Nein, also das ist doch bin ich bei dir, verstehe. Dann braucht er nicht mal auf die Bank, dann bleibt er einfach zu Hause. Verstehe ich auch nicht. Aber da hätten wir ja keinen zweiten Torwart wahrscheinlich gehabt, weil der Nachgereiste ja nicht spielberechtigt ist. Ja, aber da bin ich ja bei Martin. Das ist ein Profiverein. Hätten wir ihn reingebracht oder nicht? Also das funktioniert. Das ist auch amateurhaft geregelt. Wenn ich weiß, ich habe nur 2 Torhüter, dann weiß ich, jetzt kann sich einer verletzen. Dann muss ich einen dritten oder einen vierten nachmelden. Und wenn ich den von den beide von der U21 nachmelde oder wie auch immer. Es geht nicht anders. Das ist leider, muss ich jetzt auch mal an Sportvorstand sagen, das war nicht gut gemacht. Da muss ich einfach 3, 4 Tage vorher, Moment, ich muss sicherheitshalber noch einen nachmelden. Das ist einfach Papierkram. Das ist 3 Meldungen und eine Untersuchung, glaube ich. Und damit man die Lizenz erhält. So, fertig, das muss ich dann machen. Naja, aber ich muss ja auch einen reinstellen, den ich Zutrauen habe. Das ist ja Profisport. Da kann ich nicht sagen, ich melde einfach mal ein, weil damit ich jetzt einen gemeldet habe, war das einfach. Aber was hätten wir gemacht, wenn die beiden sich ja noch verletzen? Dann haben wir auch gar keinen. Ja, dann ist das einfach in so einer Situation blödes Pech? Also, Rafa, hast du sowas schon mal erlebt auf einer Torhüterposition? So viel. Schicksalsschläge, also weil das, Schicksalsschlag, aber schwere Verletzungen, Verletzungen, ja? Vor allem von Klant und Matenia ist schon, muss man sagen, dass man sowas, glaube ich. Das ist schon brutal, ich glaube, das wird sogar Bayern treffen, wenn Neuer und der brutal. Zweite Mann. Da bin ich aber bei Martin, wenn du weißt, dass du nur noch zwei Torhüter hast, die spielberechtigt sind und ich 2 Langzeitverletzte habe oder 3 Langzeitverletzte, bin ich bei ihm, dass man dann frühzeitig jemanden nachnominieren muss, um einfach die Situation auch ein bisschen zu entzerren. Weil so wie es ist, der eine fällt aus, auf einmal hast du keinen Torhüter. Obwohl ich habe ja gehört, dass der eine ja noch mitgefahren ist, aber nicht spielberechtigt war. Also dann frage ich mich auch, warum fährt er dann halt mit? Also es ist, da bin ich schon bei dir. Das ist genauso, so ein gewisser Grad an Professionalität braucht man schon in dem Business. Da muss man auch als Kapitän auch die richtige Wahl treffen, wenn man die Wahl schon gewinnt und nicht den 18-Jährigen vor die gegnerischen Fans schicken, sondern eher dann vor die eigenen, dass er auch ein bisschen erstmal in das Spiel irgendwo reinkommt. Das ist auch etwas, was man vielleicht auch vorher auch mal durchsprechen könnte als Trainer, als Sportforscher und sagen, ey, Hanno. Also ich weiß noch, wie es beim Eishockey ist, wenn der zweite Mann mal das Spiel kriegt, der weiß die ganze Abwehrformation davor. Heute wird jeder Schuss doppelt geblockt und wenn es noch mal mehr wehtut, weil wir müssen dem da hinten einfach helfen, damit er ins Spiel reinkommt. Die Hilfe hat er aus meiner, also ich habe sie. Hat er nicht gekriegt, er ist in einer ganz beschissenen Situation in dieses Tor reingekommen. In einer Situation, wo er eigentlich gar nicht eingeplant war, selbst im schlechtesten Fall sollte er eigentlich nicht spielen. Weil du eigentlich gesagt hast, du hast genügend Torhüter davor, die spielen sollen, er sollte aufgebaut werden, er ist reingekommen. Er hat seine Sache
bis zu diesem Fehler ordentlich gemacht, hat die Mannschaft auch im Spiel gehalten mit einer guten Parade. Und danach ist es einfach so, für einen 18-Jährigen, dann ist das Spiel in die Richtung gelaufen, die wir ihm nicht gewünscht haben. Nichtsdestotrotz, er hat gespielt, er hat es ordentlich gemacht, er hat es ordentlich zu Ende gebracht. Das muss man ihm auch anerkennt aufs Papier draufschreiben. Und jetzt gucken wir einfach, dass der andere sein Fieber wegbekommt und dann wieder spielt. Also. Ja, aber ich finde, man darf jetzt aber auch den jungen Torwart nicht als Ausrede nehmen. Überhaupt nicht. Bevor wir auf den überhaupt erwähnen oder sagen, der hat einen Fehler gemacht, müssen wir erstmal vorher alle 18, die da sonst rumgelaufen sind, auf der Bank und mit Trainer, müssen wir erst vorher in die Verantwortung nehmen, weil das ist wirklich die ärmste Sau gestern gewesen. Und ich finde auch gut, ein paar Spieler haben sich auch drum gekümmert. Sensationelle Aktion vom Torwart von Bochum, der da auch da ein bisschen Ruhe reingebracht hat, muss ich wirklich sagen, sensationell. Aber ganz ehrlich, jetzt verlange ich einfach mehr von der Mannschaft. Ne? Ist egal, wer da im Tor steht. Normalerweise dürfen die gar nicht mehr bei uns aufs Tor schießen. Da hat er vollkommen recht. Da rasiere ich alles, was 30 Meter vorm Tor ist, wird rasiert. Genau so ist es. Wenn ich weiß, dass ich da einen 18-Jährigen hinter dem Tor drin stehe, dann sage ich, da kommt nichts durch. Der muss noch nicht mal einen Ball heute halten, weil wir da alles wegrasieren. Und das kriegst du auch hin als Abwehr. Ja, bei uns lassen beim 1-0 den bis 8 Meter vorm Tor laufen, frei mit dem Ball. Also das ist etwas, habe ich nicht verstanden. Ich hab in einer netten Location gestern Spiel geguckt, wo viele Nürnberg-Fans sind. Ich habe zwei Wein trinken müssen, weil die so auf dem Fernseher geschimpft haben. Ich habe Europax gebraucht. Das war Wahnsinn. Ja, ich habe es auch in der Gruppe geschaut und es gab wenig Begeisterung. Natürlich bei dem Spiel in der Runde, was will man auch anders erwarten. Aber jetzt schauen wir nach vorne. Mit Marek ist, denke ich mal, ein gutes Zeichen zumindest mal gesetzt, dass es besser laufen kann am Sonntag. Jetzt hoffen wir mal, dass eine Clubmannschaft zumindest als Einheit auf dem Feld steht. Das ist, denke ich mal, das Elementare. Ein Torhüter wenn wir auch zumindest zwei finden, die dann auch zu 100% einsatzfähig und fit sind. Einer wird dann das Tor hoffentlich sauber halten. So ein Sieg kann der, dann ist der oder zumindest da ein gutes Ergebnis bestimmt auch wichtig im Hinblick aufs Derby. Was ja dann auch kommt. Ja, wie gesagt, die nächsten beiden Aufgaben sind nicht lustig. Aber vielleicht auch genau diese Möglichkeit, sich als Mannschaft zu finden und sagen, so, wir ziehen uns jetzt selber aus dem Dreck und dann kannst du auf einmal ein verschworener Haufen werden. Und mit Marek im Rücken, es werden viele Zuschauer kommen, weil viele einfach auch Marek unterstützen wollen, ihm das gönnen, dass er jetzt da wieder Trainer ist. Ich glaube schon, dass da eine besondere Stimmung am Sonntag ist und ich hoffe, dass wir das irgendwie positiv gestalten können. Und wenn wir halt glücklichen Punkt holen oder glücklich gewinnen, nehme ich das sofort mit. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie gegen so eine Mannschaft wie Bielefeld mit so einer Leistung wie in Bochum die Hütte wieder vollkriegst. Sieger FCN fragt, sind wir FCN-Fans zu ungeduldig, weil ja nach dem Bochum-Spiel ja sich die Mannschaft schon verantworten muss. Man kann eins sagen, dass in den letzten, glaube ich, 1,5 Jahren die Fans alles waren, aber nicht ungeduldig. Also ich glaube, dass da ganz, ganz viel vorweg von denen getragen wurden und auch ganz viel reingebracht wurden. Also die haben diese Mannschaft trotz allen Misserfolgs und allen schlechten Spielen sehr, sehr positiv aufgenommen. Und es ist auch klar, dass es dann irgendwann in der zweiten Liga, wenn du dann in Bochum auch wieder so eine erste Halbzeit ablieferst, dass es dann irgendwann auch mal in die Richtung geht. Das war bei uns damals viel, viel früher. Ja. Von daher Riesenkompliment an die Fans. Ich finde, man darf auch nicht sagen ungeduldig. Man hat denen natürlich auch vor der Saison was anderes versprochen. Man hat gesagt, man will im oberen Drittel spielen und eventuell sogar dieses Jahr schon oben dran riechen und nächstes Jahr auf jeden Fall. Aber wenn man dann sieht, wie dann jetzt die Entwicklung war, dann weiß ich nicht, ob das dann ungeduldig ist nach dem 12. Spiel. Da ist die Drittel der Saison ist vorbei und jetzt sagt man, wie sieht's aus? Nicht so lustig. Ja. Ne, da kann ich als Fan auch schon mal sagen, irgendwie falsche Einschätzung vom Verein. Chris? Gibt es noch was Erfrischendes? Ja, die Zuschauer stellen sich die Frage, ob wir vielleicht zu wenig Führungsspieler haben oder fehlt ein Führungsspieler, den man irgendwie in die Mannschaft einbauen muss oder haben wir da schon genug? Die Frage stellt Stefan Lechner. Ja, es hört sich gut an, Führungsspieler. Das Problem ist ja, die müssen aus der Mannschaft ja alleine entstehen und ich denke schon, dass wir ein paar Führungsspieler haben, aber ich glaube, dass wir viele gute Spieler haben. Aber wir haben nicht sehr viele sehr gute Spieler. Ja, gute haben wir genug. Aber uns fehlt ein, zwei sehr gute, die wirklich den Unterschied in der zweiten Liga machen. Sind diese Unterschiedsspieler
Siehst du es ähnlich, dass uns die fehlen? Oder siehst du die dann doch, dass wir die eigentlich hätten mit Hack, mit Dovedan, mit Frey, mit eventuell Geis, wie man ihn auch immer sieht? Auch ein Behrens hat ja auch schon mal einer Mannschaft mit zum Aufstieg verholfen mit 14 Toren. Also muss man ja auch sagen, der hat ja auch schon mal gezeigt, dass er in der zweiten Liga vorne weggehen kann und eine Mannschaft auch zum Aufstieg hinführen kann. Absolut, aber wir sind jetzt in einer anderen Situation. Jetzt sind wir dabei, dass sie jetzt eigentlich irgendwo langsam unten reinrutschen und jetzt brauchst du die Führungsspieler. Jetzt läuft's halt beschissen. Also wenn es gut läuft, ist es recht einfach, vorne wegzugehen und alles zu sagen, kommt und heute ist alles gut und wo ist die nächste Party und was machen wir heute und jetzt haben wir wieder 4-0 gewonnen, ist alles toll. Jetzt kommt es eigentlich drauf an, wie schaffe ich es, mich selber aus dieser Krise rauszuziehen und wie schaffe ich es, diese ganze Mannschaft dann auch irgendwo mit in diese Richtung reinzubringen. Und ich glaube, dass sie das einfach sehr unterschätzt haben. Sie haben gedacht, okay, wir gehen runter in die zweite Liga, da haben wir schon mal super gespielt. Und da wird es genauso laufen. Dann kam der erste Gegenwind, dann gab es vielleicht mit dem Hanno ein paar Unstimmigkeiten mit dem Trainer über die Situation, über die Position. Und dann, ja, jetzt bist du da unten drin und jetzt musst du eigentlich diese Führungsspieler zeigen. Und das ist, glaube ich, schon eher schwer, weil dann musst du erstmal eine sehr gute Leistung selber bringen, um dann auch den anderen immer erstmal was zu sagen. Und das ist, glaube ich, so, da haben wir nicht so diese Typen, glaube ich, drin, die da so in der Situation jetzt mal auf den Tisch hauen und diese Mannschaft dann in diese richtige Richtung wieder lenken können. Vielleicht da auch ein bisschen ein Problem, dass mit Martenia, Margreiter und auch Valentini immer wieder zumindest drei dann doch eher erfahrene Spieler, die auch mal auf dem Platz zumindest lautstärker sind, dass die momentan entweder gar nicht oder nur bedingt zur Verfügung stehen? Bestimmt. Also es ist schon so, wenn diese alte Achse irgendwo rausfällt, müssen andere Leute das übernehmen. Aber ich glaube, dass sie trotzdem diese drei Spieler, die du angesprochen hast, in der Kabine auch vor Ort sind. Ich glaube, dass der Trainer dann auch Wert drauf legt, dass sie da sind und auch ein bisschen was in dieser Mannschaft auch unternehmen. Von daher, sie können schon Einfluss drauf nehmen. Natürlich nicht auf dem Spielfeld, aber in der Kabine können sie schon dafür sorgen, dass das alles in Ordnung ist. Aber dann hast du auch wieder eine Chance für andere Spieler, die diese Position übernehmen können. Das ist ja auch wieder, ne, ist ja eine Chance, dass sich andere herauskristallisieren können. Haben sie aber bis jetzt nicht geschafft. Geis, wer so einer? Was müsste der machen, um noch mehr in diese Rolle zu schlupfen, außer aus einer Sicht mehr laufen? Mit Sicherheit mehr laufen, fitter werden und auch mal in die Zweikämpfe gehen. Er führt einfach keine Zweikämpfe wie beim 1-0. Verweigert er sich einfach und läuft wie ein Schwerlaster hinterher. Ist halt ein bisschen problematisch. Funktioniert so nicht. Ne? Ist mit Sicherheit ein guter Kicker. Ja, überhaupt keine Frage, hat bei tollen Vereinen gespielt, aber warum spielt er da auch nicht mehr? Genau, sehr wahrscheinlich, weil diese Entwicklung dort gesehen wurde. Fußball ist nun mal ein Laufsport und am besten noch mit Tempo. Überraschend für mich die Parallele mit Hannover, also auch ein Traditionsverein, der letztes Jahr in einer ähnlichen Art und Weise abgestiegen ist. Ja, auch dann in dem Sommer alles versucht hat, neu zu machen, um dann letztendlich zum ähnlichen Zeitpunkt festzustellen, geht doch nicht und wir müssen den Blick in die andere Richtung legen, wo wir eigentlich nicht hinschauen wollten. Ist das so das bittere Makel Traditionsverein, dass diese Probleme behäuft aufkommen oder ist das rein Zufall, dass das jetzt... Dann hast du ja Hamburg, Stuttgart sind auch Traditionsvereine und bei denen funktioniert es ja. Also ja, die hatten auch 5 Jahre, wo sie ja, im Gleichklang Hand in Hand durch die Welt laufen sind. Das geht nicht um Tradition oder nicht Tradition, das geht nicht um Geld oder weniger Geld, es geht erstmal darum, arbeite ich gut oder arbeite ich schlecht. Und dann hast du natürlich irgendwo, wenn du in der Bundesliga bist, kommt dann nochmal das Geld zum Zuge und dann musst du sagen, wenn ich da ganz oben reinkommen will, auch über einen langen Zeitraum, brauche ich auch ein gewisses Geld, aber in erster Linie geht es darum, arbeite ich gut oder arbeite ich schlecht. Und wir sind aktuell in der Situation, dass wir schlecht arbeiten. Ich meine, man muss auch mal vielleicht ein positives Beispiel sehen. Ein Trainer muss auch irgendwo zur Mannschaft passen. Man sieht jetzt zum Beispiel, Schuster ist mit Darmstadt, mit dem biederen Fußball, lange Bälle, Standards, ist er mal in die erste Liga aufgestiegen. Jetzt kommt er nach Aue, wo er genauso arbeiten kann, viel arbeiten kann, genau fast das gleiche System wie mit Darmstadt spielt und steht wieder da oben. Das heißt, man kann schon sehen, wer was arbeitet und wo er vielleicht hinpasst. Und ich weiß nicht, ob man sich da wirklich mit Trainer und Spielsystem, ob das wirklich zusammengepasst hat oder ob das Leistungsvermögen der Mannschaft, das Können der Mannschaft zu diesem Stil gepasst hat. Und das ist eine Frage, die musste man sich eigentlich vorher stellen. Und da ist, ich glaube jetzt
Aue hat es richtig gemacht. Die haben genau den richtigen für den Arbeitsstil dort gefunden. Läuft super. Ob es bis zum Ende der Saison so läuft, kann man nicht sagen. Aber die spielen keinen schönen Fußball, aber ackern 90 Minuten, hauen auf alles, was sich bewegt und geben Vollgas. Jetzt bist du sprachlos. Ja. Weil wir in Aue ja auch zumindest ein bisschen kein schönes Ergebnis mit heimgenommen haben. Auch ja. Ein Spiel, wo ja genau das so stattgefunden hat, was Martin ja beschrieben hat. Reicht es, kommen wir dahin, um auch so Zweitliga-Fußball spielen zu können und das Ganze schnell und dann wird es in der Saison irgendwo so im... Ja, aber das ist jetzt die Frage, was möchtest du? Also möchte ich erfolgreichen, ergebnisorientierten Fußball haben und sagen, ich will zum Beispiel hinten erstmal die Null stehen haben und alleine mit unseren großen Leuten, dann mache ich mit einer Standard immer irgendeins rein und dann öffnet sich das Spiel. So haben wir unter Weiler gespielt. Wir haben gesagt, die kriegen keine Chance, wir spielen zu Null und sobald wir das erste Tor gemacht haben, waren wir im Spiel drin. Oder, so wie wir es jetzt gemacht haben, wir haben großen Offensivfußball gepredigt, wir wollten jetzt auf einmal wie Hoffenheim, wie Red Bull Leipzig, die großen Aktionen nach vorne spielen und sind damit komplett gescheitert. Und dann ist halt die Frage, was möchte ich? Was möchte ich als Verein? Wenn ich das aber so weiter möchte, ich muss sagen, das wird schwer in der zweiten Liga, das so umzusetzen. Das macht selbst Stuttgart nur phasenweise. Hamburg sehe ich auch nicht, dass sie mit berauschendem Offensivfußball jeden Gegner an die Wand spielen, sondern Dieter Hecking weiß, was er kann. Er weiß, dass im Fußball erstmal wichtig ist, dass du hinten gut stehst, dass du eine gute Mannschaft hast, eine gute Abwehr hast und dann brauchst du halt offensiv ein paar Leute, die das Ding halt auch entscheiden können. Und von daher ist diese Philosophie, die man so den Leuten versprechen möchte, toll Offensivfußball mit in jedem Spiel 20 Chancen, wir gewinnen 5-4 und spielen da oben die ganze Liga auseinander. Das wird in der zweiten Liga nicht funktionieren, in der Bundesliga wird es auch nicht funktionieren. Natürlich musst du Fußball spielen, natürlich musst du Chancen dir herausspielen, aber in diesem Hauruck-Stil wird es nicht funktionieren. Haben wir die passende Flotte für ein munteres Spiel 90 Minuten gegen den Ball? Haben wir die Eroberer, die Zerstörer? Ich glaube einfach, dass wir nicht die Mannschaft haben, hoch zu pressen, weil wir einfach unsere Abwehr, meine ich, dass sie besser steht, wenn sie tief stehen kann, wenn sie zwei Sechser davor hat. Wir müssen 4-2-3 einspielen und sehr kompakt stehen. Da fühlt sich unsere Abwehr eigentlich am wohlsten, zumindest die Spieler, die ich jetzt auch schon ein bisschen länger kenne, die hier sind. Und immer wenn wir Viererkette spielen, ist es eigentlich einigermaßen ordentlich hinten, aber zwischendurch haben wir mal Dreierkette gespielt und sehr hoch verteidigt, da haben sie mit uns ja Katz und Maus gespielt, aber ich denke, jetzt gegen Bielefeld gibt es nur eins, sicher stehen, eine kompakte Abwehr auf die Beine stellen und erstmal den Gegner kommen lassen und erstmal ins Spiel kommen, Pässe spielen, Sicherheit fühlen wieder. Weil es wird sehr schnell im Stadion mit sicherlich Rumoren am Sonntag. Deswegen sage ich ja, es dürfen wenig Fehlpässe passieren. Man muss Ballsicherheit ausstrahlen. Und da muss man jetzt einfach, müssen die erfahrenen Spieler einfach mal die Jüngeren an die Hand nehmen. Pass auf, spielen den Pass 3 Meter, 5 Meter. Aber sicher zum Mitspieler. Wir spielen ganz ruhig. Und ich glaube, dann kann auch das am Sonntag erfolgreich sein. Aber man muss jetzt wirklich sehr besonnen sein. Und wie gesagt, ein paar Spieler müssen einfach jetzt mal aus den Schuhen kommen und zeigen, dass sie es können. Rafa, ist jetzt die Entscheidung so gefallen, dass es jetzt dass wir jetzt wieder nach vorne gucken können? In einem, ja, zumindest mal in der Hoffnung, dass jetzt mal wieder zumindest auch Ergebnisse kommen, wo man als Clubfan dann sagen kann, Mensch, hat Spaß gemacht. Das ist das Schöne beim Fußball. Es kann am Wochenende ein tolles Offensivfeuerwerk werden, keiner rechnet damit. Es kann aber auch genauso, wie Martin gesagt, ein ganz biederes Spiel werden, wo du wenig Chancen dir erarbeitest, wo Bielefeld auch erstmal kommt und sagt, weißt du, wenn wir hier mit dem Punkt nach Hause fahren, ist uns das auch egal, weil dann sind wir weiter oben dabei und haben eigentlich einen Gegner, der sich von Anfang an eigentlich vorgenommen hat, an dieser Stelle zu stehen, an der wir eigentlich jetzt stehen, haben wir weiter auf Distanz gehalten. Also ist schwer. Also aber selbst wir können damit einen Punkt sehr wahrscheinlich zufrieden sein. Wenn wir gegen Bielefeld im Moment einen Punkt holen und uns wieder Sicherheit erarbeiten in der Abwehr, dann können wir nach Fürth fahren und können vielleicht schon wieder ein bisschen mit breiterer Brust kommen. Im Grunde, wenn wir mal eine kleine Serie starten, sind wir auch vielleicht da, wo wir im Moment hingehören. Normalerweise sagen wir zwischen 4 und 10, da ist eben eine Position eigentlich für uns, die kein Problem sein dürfte. Ja, und mit ein bisschen Glück könnte man vielleicht oben rankriechen,
Aber das ist jetzt ein ganz, ganz langer Weg und der geht halt nicht, wenn man immer wieder solche Aussätze hat und da nochmal 2-0 verspielt, hier nochmal ein 1-0 verspielt. Jetzt zählt es eigentlich nur noch Pünktchen für Pünktchen zu sammeln und das muss eigentlich am Sonntag anfangen und das mit einer ganz, ganz starken Leistung von den Spielern, die auch den Anspruch haben. Aber also ich würde sagen, dass da oben reinschnuppern, das wird mehr, das ist eigentlich schon ne? Utopie. Also wenn du jetzt anguckst, was haben wir noch, 22 Spiele. Ja. Hast du 66 Punkte, das heißt, du müsstest davon. Ja, man müsste noch eine ganze Menge holen. Davon müsstest du aber mal über 50 holen. Aber trotz alledem, wenn man jetzt. Lass uns gegen Bielefeld gewinnen, die haben 22 Punkte, ist richtig? 23. Wir haben 17, dann die sind 9 vor, 25 haben die anderen zwei. Ne? Und dann hast du ja trotzdem 7 Punkte. Das ist alles machbar. Aber trotz alledem, nicht mit der Leistung und nicht im Moment glaube ich nicht, dass der Kader es schafft, aber wir haben mit Sicherheit die Möglichkeit, dass wir die Saison ordentlich und jetzt Platz für Platz steigern können. So gut ist der Kader. Wir können irgendwo 6., 5., können wir locker werden, ja, indem wir uns jetzt konzentrieren und wirklich das aufs Eis bringen, was wir da wirklich können. Das ist machbar. Jetzt kommt der Winter, gibt Chia. Von Chris. Skitrainer haben wir schon. Ja. Die Zuschauer sehen es eigentlich genauso wie ihr drei. Also die Mannschaft muss jetzt Gas geben, schreiben sie alle. Und hoffen, dass jetzt mal ein anständiger Trainer kommt. Wer das sein wird, wird heftig diskutiert. Die richtige Antwort haben, glaube ich, auch wir noch nicht gegeben und müssen wir auch zum Glück nicht. Marek? können wir auch nicht. Also es kommt ja auf den. Das ist eine Sache vom Sportvorstand, der muss die Antwort geben. Der muss wissen, was möchte ich, was will ich, wohin soll die Reise gehen. Wobei auch der Martin schon als Sportvorstand im Gespräch war bei den Zuschauern und Rafa, du als Jugendtrainer. Rafa, Jugendtrainer finde ich sehr gut. Sportvorstand kann ich nicht. Nein, aber wenn sie einen zum Hütchen aufstellen braucht, helfe ich auch bis zum Winter und stelle Hütchen auf. Das ist mir ganz egal, das mache ich dann auch noch. Also gut. Dann stellen wir zum Abschluss fest, der Martin stellt, falls es nicht klappen sollte, gemeinsam mit dem Marek dann in Zukunft die Hütchen auf. Also zumindest mal die Hütchen. Von mir aus auch mit dem Wolfi in der U21, ist mir ganz egal. Also nein, gut. Wir helfen alle, wir wollen alle das Beste für den Verein und das ist entscheidend. Und es ist ja keiner da, der sagt, boah, hoffentlich verlieren sie am Sonntag. Nein, wir wollen ja, dass sie gewinnen und dass wir Spaß in der Stadt haben, Spaß im Stadion haben. Wir wollen eigentlich hier in der Sendung viel mehr Spaß haben. Im Moment ist halt mal wieder so eine Talsohle, wie öfter beim Club. Aber jetzt muss es wieder bergauf gehen. Also, fertig aus. In diesem Sinne, sage ich mal, nehmen wir mal einen kräftigen Schluck, auf das bergauf geht. Du Hütchenaufsteller, wir schauen zu, wie du die Hütchen aufstellst. Herzlichen Glückwunsch. Per Webcam. Servus. Danke dir, Chris. Danke euch da draußen. Servus und tschüss. Ciao.